Mit einem paar Sekunden der Zeit, gell? Okay, alles klar. Project entwickelt neue Technologien für die Rastergraphmikroskopie, wobei jeder Blattfeder, jeder Cantilever ist ein autonomes System und durch Parallelisierung wir sind in der Lage, große Oberflächen sehr schnell abzurastern oder abzutasten. Also hier siehst du einen Ausschnitt eines Cantilever Arrays. Das ist ein Cantilever mit seiner Spitze oben und das ist sozusagen ein komplettes Array von 64 Cantilevern. Und das hier wird sozusagen auf einem Chip gibt es bis zu 8 Arrays, das heißt, das sind 512 Cantilever auf einem ganzen Chip. Ja? Optionen, große Ansicht. Das folgt nur was. Okay. Hold on, one second. Ja? To find the right folder. Yeah, this one, I think this one might be good, yeah? Yeah, oder? Passt, ist okay. Die Pronanotechnologie erlaubt gleichzeitig mit mehreren Blattfedern, mit einem Cantilever, die Oberfläche abzutasten, abzuscannen. Wir haben zum Beispiel 32 oder 128 Cantilever integriert und damit können wir sehr große Oberflächen analysieren. Analysieren bedeutet für uns, wir können Fehler, wir können Defekt auf den Chips untersuchen, wir können kontrollieren die Linienbreite, die Genauigkeit, die Topologie bis zum Nanometer genau. Eine sehr wichtige Anwendung ist Inspektion von Mikrochips. Dort ist Durchsatz gefragt, große Geschwindigkeit. Und dafür ein Parallelsystem ist entsprechend so viel mal schneller. Wenn wir mit 1 oder mit 16 oder mit 30 gleichzeitig machen, wir sind entsprechend, wie viel wir zusammen haben, schneller. Zum Beispiel 32 sind Standard momentan, die wir wirklich sehr schnell messen können. Wir können mit 128 auch parallel scannen. Und das ist gerade die Geschwindigkeit, 128 oder 32-fach schneller. Das ist ein sehr großes Feld für Applikationen. Erstens, wir können sehr schnell große Oberfläche analysieren und scannen und Defekte, Fehler und Mikrochips analysieren. Aber wir können auch mit dem Cantilever schreiben, das heißt Lithografie betreiben. Die Cantilever-Systeme erlauben Auflösungen im Bereich von 5 Nanometer oder noch kleiner als 5 Nanometer, damit das, was heutzutage Tatsache ist und Realität ist, 22 Nanometer Standard. Wir können praktisch mit dieser Technologie untergehen bis zum 1-2 Nanometer. Jetzt Lithiumnitritwefer, ja? Okay, alles klar, gehen wir in eine Plasmatechnik. So. Okay. Um Ihnen einen Eindruck zu zeigen, was ein Cantilever überhaupt ist, das ist ein, man kann sich das vorstellen wie ein Biegebalken. Und dieser Biegebalken, der ist winzig klein und der besteht aus Silizium. Und wie Sie hier gesehen haben, es besteht aus zwei Elementen, das ist sozusagen der Sockel und hier ist eine Nadel obendrauf. Dieser gesamte Sockel mit dieser Nadel wird zur Schwingung angeregt, es vibriert
und es fährt über die Oberfläche und dadurch können wir dreidimensionale Scans von der Oberfläche machen mit einer nanometergenauen Auflösung. Klappt denn alles hier? Ach, klappt perfekt. Mit dieser neuen Technik sind wir also schneller und können genauere Messungen durchführen und können Zwischenstufen in der Halbleiterfertigung bei der Waferproduktion vermessen und damit Fehler frühzeitig erkennen. Und so braucht man diese fehlerhaften Teile nicht bis zum Ende des Prozesses bearbeiten und wird auch hier wesentlich kostengünstiger. Mit dieser Technologie, wir sind in der Lage, Linien zu schreiben oder Strukturen zu generieren oder Mikrochips, wie Sie das auch sehen, die kleiner sind als 10 Nanometer oder kleiner als 5 Nanometer. Und damit öffnen wir ganz neue Möglichkeiten für die Mikroelektronik. Das heißt, im Moment weltweit, niemand ist in der Lage, Strukturen zu schreiben, die ungefähr 1 Nanometer Breite haben. Ziel des Projektes ist auch, das zu ermöglichen. Einmal schnell und mal mit ultraheuer Präzision solche kleine Strukturen schreiben zu können. Am Telefon zu reden, wenn man so viel von den Kleinen.